Diskurse der Subversion grenzen sich teilweise voneinander ab, manchmal interagieren sie auch. Zu diesen vier Diskursen der Subversion können sich literarische Texte verhalten, indem sie die Diskurse der Subversion archivieren, reflektieren oder ironisieren. Sie können sich auch selbst in die jeweiligen Diskurse der Subversion einschreiben und diese dadurch stützen. Zur Beschreibung dieses Verhältnisses zwischen literarischen Texten und den Diskursen der Subversion können unterschiedliche Literatur- und Kulturtheorien genutzt werden, wobei die bislang in der Forschung genutzte Bandbreite theoretischer Zugriffe noch weitaus weiter reicht als die von mir im Folgenden aufgezeigte. Wir haben hier schon den ersten Punkt, nämlich Literatur als Manifest der Revolution. Revolutionäre oder terroristische Gruppen und Handlungen können in literarischen Texten dargestellt werden. Wenn man von einem sehr weiten Literaturbegriff ausgeht, ließen sich auch die Erklärungen oder politischen Manifeste terroristischer oder revolutionärer Gruppen als Literatur im politisch-institutionellen Diskurs der Subversion verstehen. Dies ist jedoch zugleich problematisch, da solche Texte im Regelfall einerseits keine besondere literarische Qualität entwickeln und andererseits direkt auf eine politische Wirkung abzielen, was sie wiederum in eine Nähe zur engagierten Literatur stellt. Zudem kann man in der Bundesrepublik Deutschland aktuell kaum, das können wir gerne diskutieren, ich glaube aber, das ist Konsens, kaum von einer revolutionären Situation sprechen, die in literarischen Texten reflektiert werden könnte. Dies trifft vielleicht am ehesten noch auf die autobiografischen Schriften der Mitglieder der Rote Armee-Fraktion zu, die seit 1994 in erstaunlich großer Zahl erschienen sind. Literatur als Avantgarde. Literarische Texte können als Teil des künstlerisch-avantgardistischen Diskurses bestimmt werden, wenn sie Techniken der literarischen Avantgarde wie Montage, Collage oder Cut-Up nutzen, sich in einer neuartigen Weise auf dem Feld der Literatur positionieren oder aber die Begrenzungen des literarischen Diskurses überschreiten und diesen somit entgrenzen. Da die Techniken der historischen Avantgarde und ihre Grenzüberschreitungen von den Institutionen des Kunstdiskurses absorbiert werden, da die Techniken der historischen Avantgarde von den Institutionen des Kunstdiskurses absorbiert worden sind, werden Texte, die in dieser Tradition stehen, heute zumeist als post- oder neo-avantgardistisch bezeichnet. Auch literarische Texte, die in anderen gesellschaftlichen Wissenssystemen, wie dem politischen, medialen oder ökonomischen Diskurs, skandalisiert oder verklagt worden sind, lassen sich im Sinne des Avantgarde-Begriffs als subversive Literatur bestimmen. Es ist allerdings immer darauf zu achten, inwiefern die Texte ihr subversiv-avantgardistisches Potenzial nur in einer bestimmten Zeit, einem spezifischen Milieu oder als Grenzüberschreitung zu einem spezifischen anderen Diskurs entwickeln können. Literatur als minoritäre Distinktion. Wenn literarische Texte von den Auseinandersetzungen zwischen Majorität und Minorität, hegemonialen Diskurs und Gegendiskurs, Normalität und Abweichung bzw. Dominanzkultur und Subgegenkultur berichten oder sich durch ihre Personen, Topografien, Sprachen oder Positionsfelder als minoritär distinktive Texte inszenieren, schreiben sie sich in den subkulturellen Diskurs der Subversion ein. Diese Analyse kann man mit Hilfe von Foucaults Diskursanalyse, Deleuze und Guattaris Bestimmung einer kleinen Literatur oder den Ansätzen der Cultural Studies leisten. Es ist allerdings auch hier zu beachten, dass sich die minoritär distinktiven Abgrenzungsbewegungen, deren dichotomische Konstruktionen und das aus ihnen abgeleitete subversive Potenzial literarischer Texte als hochgradig problematisch erweisen kann, da innerhalb dieses Diskurs und innerhalb dieses Verständnis zugleich wieder minoritäre Kollektividentitäten konstruiert werden, die selbst hegemoniale Effekte erzeugen oder von anderen gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen im Sinne eines Mainstreams der Minderheiten, wie Tom Holert und Mark Tekesidis es genannt haben, absorbiert werden können. Und schließlich Literatur als Dekonstruktion. Literarische Texte lassen sich auch als selbstreferenzielle, widersprüchliche und intertextuelle Gebilde beschreiben, in denen die Einheit der Größen Sinn, Autor und Identität zersplittert und aufgelöst wird. Mit den Gender Studies, den Queer Studies sowie der postkolonialen Theorie lässt sich beispielsweise zeigen, wie geschlechtliche, sexuelle und ethnische Identitäten in literarischen Texten de- und allerdings auch teilweise rekonstruiert werden. Texte, die die Geschlechteridentitäten ihrer Figuren durch Travestien entnaturalisieren oder durch die Nutzung hybrider Sprachen die Eindeutigkeit der Unterscheidung von eigenem und Fremden unterlaufen, lassen sich als literarische Formen im dekonstruktivistischen Diskurs der Subversion beschreiben.
Die spezifische Form der Intertextualität, die ein Text nutzt, wie auch die Arsenale, derer er sich intertextuell bedient, sind in diesem Zusammenhang zu untersuchen, da intertextuelle Bezüge eine bestehende Ordnung sowohl abbilden und stützen, als auch zertrümmern und in Unordnung bringen können.